Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich bedanke mich gleich mal für diesen freundlichen Applaus. Ich gehe davon aus, dass der nicht mir galt, sondern unserem Gast heute Abend. Wenn es anders sein sollte, würde ich in der CDU-Fraktion nächsten Dienstag mal darüber reden, dass wir das immer so machen, wenn der Vorsitzende kommt. Seien Sie uns allen sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Veranstaltung in der Debattenreihe, die wir vor 2 Jahren begonnen haben, die einer in der letzten Legislaturperiode begonnenen Kultur der hessischen CDU-Landtagsfraktion folgt, nämlich jeweils aktuelle Dinge aufzugreifen, zu problematisieren, das auch hier an Ort im Hessischen Landtag zu tun. Und insofern sind Sie heute Abend Gast einer Veranstaltung mit einem ganz wichtigen, sehr aktuellen, leider sehr aktuellen Hintergrund, nämlich bei der wir uns über Terrorismus und das, was uns seit dem 11. September 2001 umtreibt, auseinandersetzen wollen. Aber Sie sind auch Gast einer Veranstaltung, die seit vielen Jahren ungefähr in diesem Format verläuft. Und dass das so ist, haben Sie nicht mir, sondern meinem Vorgänger zu bedanken. Und das war jetzt die lange Brücke, dass ich einen der Gäste, wenn ich darf, besonders begrüßen möchte. Dr. Christian Wagner, sei herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mal hier bist. Und dann darf ich auch gleich eine ganze Reihe von Kollegen begrüßen, wenn ich Sie mir das nachsehen. Ich freue mich sehr, dass die CDU-Fraktion toll vertreten ist mit Klaus Dietz, mit Dr. Walter Arnold, mit Hans-Jürgen Irmer, mit Herrn Meissner, mit Manfred Penz, unserem Generalsekretär, Armin Schwarz und Astrid Wallmann habe ich auch hier vorne gesehen. Und ganz besonders, das sehen Sie mir jetzt auch nach oder das erwarten Sie, wie ich finde, völlig zu Recht von mir ist, dass ich sehr herzlich willkommen heiße, unseren Koalitionspartner heute in Person des Landesvorsitzenden der Hessischen Grünen, Kai Klose. Lieber Kai, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Ja, und jetzt danke. Das ist kollegial, lieber Christian, dass du mir den Hinweis gibst, dass ich jetzt doch wieder jemanden übersehen habe. Das liegt aber nur an meinem Manuskript. Lieber Ismail Tippi, schön, dass du da bist. Eigentlich hätte ich das erwartet, dass du hier bist. Man könnte fast sagen, einer unserer Terrorexperten in der Landtagsfraktion. Und dann freue ich mich nicht nur, dass du da bist, sondern auch dein Sitznachbar, lieber Armin Klein, unser langjähriger Kollege. Also seid mir alle und Sie entschuldigen das etwas saloppe Du sehr herzlich willkommen. Aber heute Abend geht es in erster Linie um Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen nachher auch ein bisschen diskutieren. Ich denke, Sie werden viele Fragen und vielleicht auch gute Vorschläge haben, wie wir mit dieser wirklich großen Herausforderung zukünftig umgehen sollen. Und deswegen will ich jetzt zum eigentlichen Gast des heutigen Abends, zu Herrn Elmar Thewissen, kommen. Ich kenne Herrn Thewissen schon eine ganze Reihe von Jahren, war ja mal für Hessen einige Jahre der zuständige Minister für alles das, was den Bund, den Bundesrat anbelangte. Und ich hatte mal eine große Ehre, nämlich Ihnen im Auftrag des Bundes der deutschen Kriminalbeamten, ich glaube 2011 war das, einen Preis zukommen zu lassen, der seinerzeit eine ganz tolle Begründung hatte, wie ich dann im Verlauf in Berlin lernen durfte. Heute habe ich noch mal gelesen, dass Sie viele andere Auszeichnungen haben, unter anderem auch eine des Deutschen Bundestages und dass Sie ausgezeichnet worden sind mit Journalistenpreisen an ganz unterschiedlichen Stellen. Was ich deswegen erwähne, weil in einer Zeit, in der einige in unserer Gesellschaft glauben, über Lügenpresse schwadronieren zu müssen, es gut ist, wenn man hin und wieder auch Gelegenheit hat, mal herauszustellen, dass das in unserer Medienlandschaft völlig fehleingeschätzt ist. Sicherlich den ein oder anderen Journalisten zurecht trifft, das will ich nicht bestreiten. Aber ich finde, wir sollten erst mal dankbar sein, dass wir eine Medienwelt haben, in der es so herausragende Berichterstattung gibt, auch wenn sie uns nicht immer gefällt. Und in der es herausragende Journalisten gibt, die wirklich mit einem hohen beruflichen Ethos diese Aufgabe versehen. Und ich glaube, das sind Sie in Person. Lieber Herr Thewissen, seien Sie uns herzlich willkommen. Sie sind seit vielen Jahren stellvertretender Chefredakteur des ZDF, aber uns allen bekannt aus insbesondere auch den vielen Sendungen des ZDFs, Heute Journal und andere mehr, als Terrorexperte, wenn ich das auch so wiedergeben darf. Da haben Sie eben gesagt, das ist leider im Moment ziemlich in Konjunktur als Thema. Deswegen sind Sie vielleicht gar nicht so gerne auf dem Bildschirm, aber wir kennen Sie trotzdem und schätzen Sie trotzdem durch Ihre wirklich herausragende Berichterstattung. Seien Sie uns herzlich willkommen. So, und jetzt hat man mir freundlicherweise natürlich was aufgeschrieben, das lasse ich jetzt alles weg, weil wir mehr Zeit zum Diskutieren haben wollen, aber dass es heute Abend natürlich um
diesen historischen Schnitt, glaube ich, kann man sagen, des 11. September 2001 geht und dem, was dann in Folge passiert ist. Klammer auf, man sollte sich hin und wieder daran erinnern, dass das ja nicht das erste Ereignis war, das uns in Fragen des internationalen Terrorismus beunruhigen sollte. Es gab ja auch in New York schon vorher Anschläge, auch von Al-Qaida. Aber was dem dann gefolgt ist, sind auch Ereignisse, die immer näher gekommen sind. Und als die schlimmen Dinge in Paris passiert sind, habe ich mal in der Fraktion gesagt, man muss sich vergegenwärtigen, Paris liegt geografisch zu Wiesbaden näher als Berlin. Und wir sind alle Europäer und insofern ist das schon ziemlich nicht nur geografisch, sondern emotional auch etwas, das zunehmend in unser Blickfeld gerät, was dort an schlimmen Ereignissen, an menschenverachtendem Terrorismus passiert. Und das beunruhigt die Menschen in unserem Land. Dafür muss man nicht nur Verständnis haben, sondern da ist man vielleicht auch selbst ein kleiner Teil dieser Beunruhigung. Trotzdem habe ich bei Ihnen das Gefühl, und das habe ich eben noch mal im kurzen Vorgespräch feststellen können, dass Sie auch mit der gebotenen, ich sage nicht Nüchternheit, aber Sachlichkeit an diese Dinge herangehen, indem Sie sagen, ja, es ist eine Herausforderung, es ist eine latente Bedrohung, bei der auch Menschen ihr Leben verlieren. Aber man muss immer auch sehen, welche Folgen hat denn die ein oder andere auch hysterische Reaktion einer Gesellschaft, wenn sie darauf so reagiert, wie es in Teilen passiert, dass Menschen, ich sag mal, am Ende des Tages sich nicht mehr aus den eigenen vier Wänden trauen. Wir haben eben darüber gesprochen, ein anderes Verkehrsmittel benutzen, weil sie Angst vorm Fliegen haben und allein aus statistischer Wahrscheinlichkeit heraus damit ein höheres Risiko gehen, als von einem Terroranschlag getroffen zu werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will überhaupt nicht relativieren und es steht mir auch nicht zu, da irgendjemandem Vorschläge zu machen, wie er sich verhalten soll. Aber ich glaube, die Versachlichung ist geboten, auch mit Blick auf unsere sogenannte Sicherheitsarchitektur. Und darüber wollen wir heute Abend mit Ihnen und dann, wie gesagt, auch mit dem Publikum diskutieren. Seien Sie uns nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Abend nicht Fußball schauen, sondern ZDF live aus den ersten Reihen erleben. Einen schönen, spannenden Abend. Herr Thewissen, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Boddenberg, sehr geehrte Damen und Herren. Erstmal bedanke ich mich sehr für die Einladung heute Abend, dass ich zu Ihnen sprechen darf und mache meinem eigenen Sender gerade Konkurrenz, weil wir ja der Champions League-Sender sind. Ich hoffe, ich bekomme keinen Ärger. Und ich bin eigentlich ja der, über den man sich immer freut, wenn er nicht zu sehen ist, in der Tat. Weil wenn ich zu sehen bin, in Heute und Heute-Journal, in der Regel ist was Schlimmes passiert in der Welt. Und dann ist da einer, der versucht, ein bisschen zu erklären. Und ich will einmal vorwegschicken, woher das kommt, weil die größte Frage, die mir immer gestellt wird, ist, Extremismus oder Terrorismusexperte, kann man das lernen irgendwo? Wie kommt er dazu? Woher hat er das? Deswegen will ich Ihnen kurz sagen, woher das kommt, was ich Ihnen gleich erzähle. Ich bin in den 90er Jahren an der Universität in Bonn gewesen, habe bei Dr. Manfred Funke studiert, der zu einem der führenden Extremismus- und Terrorismus-Experten in Deutschland gehörte, mit anderen auch Standardwerke dazu geschrieben hat. Das heißt, im Studium Politikwissenschaft schon angelegt, habe beim ZDF gearbeitet seit Mitte der 90er Jahre. Vielleicht erinnern Sie sich an, Sie erinnern sich sicher, seit Anfang der 90er Jahre besser gesagt, Sie erinnern sich an die Bad Kleinen-Affäre, RAF, Sie erinnern sich an die Plutonium-Affäre, München, BND, LKA Bayern. Da sind Kontakte zu Sicherheitsbehörden entstanden. Darüber habe ich damals berichtet. Ich war in den USA von 1995 bis 2001 und habe damals über den Nachklapp von Oklahoma City berichtet, über den Bombenanschlag bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta und dann 1998 gab es da einen hageren, langen Mann, der in einer Höhle in Afghanistan saß und den Kollegen von CNN und anderen erzählt hat, jetzt beginnt der Krieg, jetzt greifen wir an, Amerika und seine Verbündeten sind das Ziel. Und das war Osama bin Laden, der das Anfang 1998 im Fernsehen angekündigt hat. Und ein halbes Jahr später gab es die schrecklichen Terroranschläge in Kenia und Tansania auf die US-Botschaften dort. Hunderte von Menschen sind da gestorben. Und das war der Punkt, wo ich mich dafür interessierte, wer ist das? Warum machen die das? Was steckt dahinter? Und es gab damals eine Spur nach Deutschland, denn hier in Deutschland ist Geld gesammelt worden für die Anschläge in Kenia damals. Wir haben das aufgedeckt nach meiner Rückkehr nach Deutschland im Mai 2001 in Frontal 21.
Und als dann der 11. September passierte, da hatte ich Bildmaterial, ich hatte Informationen, ich hatte Zugang zu Geheimdienstkreisen und Sicherheitsbehörden, nicht nur in Deutschland, auch im Ausland. Und da wurde einer benötigt, der die Dinge ein bisschen erklärt und analysiert. Und auf einmal war ich der Terrorismusexperte des ZDF. Aber glauben Sie mir, was damals galt, gilt heute noch. Das heißt, sehr viel Arbeit, 2 Stunden am Tag in der Regel, manchmal auch mehr, hin und wieder mal weniger, gehen dafür drauf, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, mit Sicherheitsbehörden im ständigen Gespräch zu sein, offene Quellen, da stammen ja die meisten Informationen her, offene Quellen auch auszuwerten, um eben dann, wenn was passiert, tatsächlich sachlich und fundiert Ihnen Analysen geben zu können. Das ist unser Auftrag beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und deswegen freue ich mich, wenn ich hier mal mehr als 1:30 habe und Ihnen ein bisschen was von diesen Zusammenhängen erkläre. 9/11, Sie erinnern sich an diese surrealen Bilder damals, wo die Flugzeuge in das World Trade Center hineingeflogen sind, dann natürlich auch das Pentagon. Herr Boddenberg erwähnte es vorhin, 1993 gab es schon mal einen Anschlag auf das World Trade Center. Und wenn damals die Bombe etwas anders platziert worden wäre, dann hätten wir wahrscheinlich einen noch viel größeren Anschlag damals schon gesehen. Denn in dem Gebäude arbeiteten in einem der Türme damals 50.000 Menschen. Wenn dieser Turm zusammengestürzt wäre, dann wären die Zahlen von 9/11 bei weitem übertroffen worden, 1993. Insofern immer wichtig, sich genau zu vergewissern, was sieht man für Dinge, was bedeuten sie und was lernen wir daraus, auch für den Umgang mit dieser Art von Terrorismus. Und Osama bin Laden hat ein halbes Jahr nach 9/11 eine Ansprache gehalten, die wurde verteilt über das Internet und da hat er gesagt, gerichtet an junge Muslime weltweit, ihr seid die Ritter des Kampfes, die Helden der Schlacht, um die Würde und Macht des Islam wiederherzustellen. Wir Männer reiferen Alters haben für die Jungen der Umma Wegweiser für den Dschihad, den Heiligen Krieg, aufgestellt und den Pfad für sie vorgezeichnet. Ihr Jungen, ihr müsst diesem Weg nur folgen. Das ist es. Das ist die Doktrin der Islamisten, nicht des Islam der Islamisten und der Terroristen, die seit 15 Jahren genau diesen Plan verfolgen. Und wir haben, das ist meine persönliche Überzeugung, ich schreibe Kommentar oben drüber, wir haben einen strategischen Fehler gemacht, weil wir hineingetappt sind in diese Falle. Wir haben nämlich die Herausforderung von 9/11 mit Konzepten und Maßnahmen beantwortet, die aus Zeiten davor, aus Zeiten des Kalten Krieges stammten. Sie erinnern sich an den Irakkrieg, der damals dann geführt wurde, 2003, der mehr Terror erschaffen hat, auch heute noch erschafft, weil ein Ergebnis des Krieges im Irak der sogenannte Islamische Staat, der IS ist, der momentan als Hauptdrahtzieher hinter vielen Terroranschlägen steht. Und Sie haben die Bilder in den letzten Monaten gesehen, in Brüssel beispielsweise 3 junge Leute, die in Brüssel auf den Überwachungskameras am Flughafen zu sehen sind, die bereit sind, aus ihrer Sicht Ritter und Helden zu werden, um für eine, so glauben sie jedenfalls, gerechtere Welt zu sorgen. Wenn das so ist, dann müssen wir uns und hätten uns schon vor 15 Jahren mehr fragen müssen, wie kann man das verhindern, wie kann man diesen fruchtbaren Boden abgraben. Stattdessen haben wir uns sehr, was sicherlich auch nicht falsch ist, aber zu verengt, auf militärische, nachrichtendienstliche und polizeiliche Maßnahmen konzentriert und haben die Prävention vernachlässigt und haben auch den Kampf gegen die zugrunde liegende Ideologie, die der Brandbeschleuniger ist für diese Art von Extremismus, die haben wir auch nicht bekämpft in diesen 15 Jahren und auch nicht ausreichend. Und wenn Sie die Anschläge von Paris im letzten Jahr gesehen haben, 13. November, dann war das ein großes Signal des sogenannten Islamischen Staates und zwar ein doppeltes. Erstens, wir eröffnen die Front auf breiter Ebene in Europa. Es war eine große, konzertierte Aktion, über Monate geplant, teilweise mit Profis beteiligt, teilweise auch mit, ich sag mal, Amateuren, Kanonenfutter im wahrsten Sinne des Wortes, die dort eingesetzt worden sind. Das war das eine Signal, der Krieg ist in Europa eröffnet. Und das zweite Signal war, es kann jeden treffen.
Es wird nicht mehr unterschieden nach strategischen Zielen und der Allgemeinbevölkerung, sondern es haben junge Leute, junge Täter, junge Menschen in Paris in den Cafés, in den Straßen und im Bataclan-Theater getötet. Und das sind zwei Signale, die sehr wichtig sind, aber es ist genauso wichtig, sie nicht zu vermixen damit, oh, das ist nett, ach, hier steht schon, alles klar, habe es gar nicht gesehen, nicht zu vermixen mit der Flüchtlingskrise. De facto ist es so, dass fast alle der Täter von Paris und Brüssel, und wir reden hier mittlerweile nicht nur über die Haupttäter, sondern auch die Netzwerke, die dahinter stehen, das sind mittlerweile, geht man von 200 bis 300 Personen aus, die an diesen Planungen mitbeteiligt oder mit davon gewusst haben. Unter diesen waren genau zwei, die über die Flüchtlingsroute gekommen sind, die unmittelbar beteiligt waren, die sich am Stade de France in die Luft gesprengt haben. Und diese zwei, gemeinsam mit einigen anderen, die es nicht geschafft haben nach Paris, um mitzuwirken bei dem Anschlag, die sind bewusst auf diese Route geschickt worden, um die Polarisierung in der Bevölkerung weiter voranzutreiben, damit eben auf diesem Boden der Polarisierung, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, tatsächlich neuer Nachwuchs rekrutiert werden kann. Wenn es richtig ist, dass das junge Leute sind in großer Mehrzahl, die aus unserer Gesellschaft stammen, und das ist so, die sind nicht die Zugereisten, sondern die überwältigende Mehrheit sind hier aufgewachsen, sind Staatsbürger von Frankreich, Belgien und Deutschland, stellt sich die Frage, warum ist das so und wie kann man diesem fruchtbaren Boden das Wasser abgraben? Sie erinnern sich sicher an den ersten erfolgreichen islamistischen Terroranschlag auf deutschem Boden, der im Jahr 2011 von einem jungen Mann namens Arid Uka am Frankfurter Flughafen verübt wurde. Amerikanische Soldaten wurden zum Ziel in einem Bus, zwei wurden getötet, mehrere schwer verletzt. Warum macht so einer das? Wenn wir uns nicht mit der Frage beschäftigen, werden wir immer und auch immer öfter dabei landen, dass am Ende wir nach wie vor erwarten, die Polizei wird es schon richten. Die soll uns schützen. Die Polizei soll im schlimmsten Fall am Ende der Kette die Täter vor Ausübung ihrer Tat oder während Ausübung ihrer Tat stoppen. Auch da kann man sicherlich einiges noch verbessern, die Ausrüstung der Polizei beispielsweise, die nicht geeignet ist, um in einer Art Straßenkampf, wie wir in Paris gesehen haben, tatsächlich dann zu bestehen. Außer Spezialkräfte, die das tatsächlich können, sowohl in den Länderpolizeien als auch auf Bundesebene. Aber wenn wir verhindern wollen, dass am Ende ein Polizist dasteht, der uns am Ende beschützt, indem er den Täter erschießt, im Zweifel von hinten erschießt, weil nur so in dieser kriegsähnlichen Situation die Tat gestoppt werden kann, wenn wir das verhindern wollen vorher, müssen wir uns um diese zwei Punkte, die ich vorhin nannte, kümmern. Erstens die Prävention, zweitens die Ideologie. Und ich beginne mal mit der Ideologie. Sie erinnern sich an die Anschläge von Madrid im Jahr 2004. Damals sind 190 Menschen in den Vorortzügen gestorben. Und die Täter sind in ein islamisches Kulturzentrum häufig gegangen in Madrid. Dieses Kulturzentrum ist ähnlich gewesen wie die König-Fahd-Akademie in Bonn. Das heißt, komplett finanziert aus Saudi-Arabien. Dort gibt es nicht nur einen Gebetsraum, sondern auch eine Schule, eine Bibliothek, Sozialeinrichtungen. Und dort bekommen sie einen speziellen Koran, in dem nicht nur der Originaltext steht, sondern unten drunter Fußnoten. Und diese Fußnoten verfälschen den Koran und den Islam. Die machen etwas mit dem Originaltext. Wenn im Originaltext beispielsweise steht, tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben, wenn sie gegen euch kämpfen, tötet sie, wenn sie aber aufhören, so ist Allah allverzeihend barmherzig. Das ist die Etablierung des Dschihad im Koran. Aber wenn man das rein wörtlich nimmt, wenn du angegriffen wirst, dann darfst und musst du dich verteidigen, wenn der Gegner den Angriff einstellt, dann musst auch du die Gewalt einstellen. Und jetzt steht unten drunter eine Fußnote, da steht, wenn der Dschihad aufgegeben wird, wird der Islam zerstört, werden Muslime unterworfen, sie verlieren ihre Ehre, ihr Land und ihre Macht. Und diese Formulierung macht zwei Dinge mit dem Originaltext.
Sie erklärt den Dschihad für immer notwendig. Der darf nie aufhören, auch in der Gegenwart. Also gegen die Bestimmung, die im Original-Koran steht, weil, und da ist ein Umkehrschluss möglich, sie verlieren ihre Ehre, ihr Land und ihre Macht, dann muss man dagegen den Dschihad setzen, auch präventiv schon. Diese Formulierung bedeutet, wenn in Palästina, Tschetschenien, Afghanistan, Irak oder anderswo Muslime ihre Ehre, ihr Land oder ihre Macht verlieren, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, den Heiligen Krieg zu kämpfen. Dies ist eine Formulierung, die stammt aus dem 12., 13. Jahrhundert. Sie ist entstanden, nachdem Bagdad von mongolischen Horden erobert worden war und der Kalif vertrieben wurde. Das heißt, aus dem Minderwertigkeitskomplex einer Niederlage heraus haben islamische Gelehrte, ein Mann namens Ibn Tamir allen voran, diese Worte geschrieben. Und diese haben über die Jahrhunderte sich erhalten und wurden vor allen Dingen vom Wahhabismus in Saudi-Arabien aufgegriffen. Es gibt eine direkte Linie von der Verfälschung des Islam damals im 12., 13. Jahrhundert bis heute, wo die saudische Regierung und reiche Scheichs in Saudi-Arabien für die Ausbreitung dieser Lesart, dieser Verfälschung des Koran weltweit sorgen. Und wenn man sich darum nicht kümmert und wenn man es nicht schafft, dass Muslime, die damit nichts zu tun haben wollen, sich davon auch entsprechend distanzieren, dann ist diese Ideologie vorhanden und kann genutzt werden, um Gewalt jederzeit zu rechtfertigen. Und wir wollten wissen, wie funktioniert das, wenn das so im Koran steht? Also sind wir in ein marokkanisches Restaurant in Madrid gegangen. Der Besitzer ist Herr El Kamouni und dieser Mann ist der Vorsteher der marokkanischen Gemeinde in Madrid. In seinem Restaurant, in einem Hinterzimmer, haben sich die Attentäter vom 11. März 2004 häufig getroffen und ihre Pläne geschmiedet. Und Herr El Kamouni hat uns erzählt, was das bedeutet, was da in diesem Koran mit den Fußnoten steht, nämlich Anschläge in Irak und Israel zum Beispiel sind absolut okay. Dort verlieren Muslime ihre Ehre, ihr Land, ihre Macht, also muss man den Heiligen Krieg kämpfen. Anschläge auf Zivilisten, absolut in Ordnung, wenn der Gegner auch Zivilisten tötet. Also, wenn bei einem Luftschlag in Afghanistan, ausgeführt von der US-Luftwaffe, befohlen von einem deutschen Oberst, Zivilisten sterben, dann, so sagt Herr El Kamouni, darf und muss man entsprechend auch Zivilisten töten. Spenden für den Heiligen Krieg, absolut in Ordnung, oder der Dschihad-Tourismus, hingehen, mitmachen, mitkämpfen, absolut in Ordnung. Das Einzige, was nicht okay ist, so sagte er uns damals im Interview, Anschläge in westlichen Ländern, weil dort aus seiner Sicht verlieren Muslime nicht ihre Ehre, ihr Land und ihre Macht. Das ist ja nicht ihr Land. Jetzt gibt es aber zwei Probleme mit den Punkten, die ich Ihnen gerade genannt habe. Erstens, wenn die ersten Punkte doch in Ordnung sind, ist da nicht der Schritt sehr klein zu sagen, um ein Ziel anderswo zu erreichen, muss ich auch einen Anschlag im Westen verüben. Wenn ich also will, dass die spanischen Soldaten aus dem Irak abgezogen werden, dann muss ich in Madrid Anschläge verüben. Und Sie wissen alle, wie das ausgegangen ist. Kurz nach den Anschlägen 2004 hat die Regierung gewechselt in Spanien. Es gab ja die Wahl unmittelbar danach. Und die neue Regierung Zapatero hat die spanischen Truppen aus dem Irak abgezogen. Das war der Beweis für die Islamisten, dass die Theorie richtig ist. Der Zweck heiligt die Mittel. Man muss einen Anschlag auch im Westen verüben, wenn man ein Ziel anderswo erreichen will. Das zweite Problem: Wer definiert denn, wo und wie Muslime ihre Ehre, ihr Land oder ihre Macht verlieren? Ist ein Kopftuchverbot oder ein Burka-Verbot oder Ähnliches schon Verlust der Ehre? Dann wäre damit, jedenfalls in dieser Verfälschung des Islam, sofort gerechtfertigt, Gewalt auszuüben. So, Sie haben eine Ideologie, die die Grundlage bietet. Und jetzt kommt das Zweite. Sie haben Menschen, die ganz offenbar bereit sind, mitzumachen. Warum? Und wir sind im Jahr 2003 in Marokko gewesen
Dort gab es in Casablanca Anschläge auf spanische und jüdische Einrichtungen damals. 14 junge Leute haben sich Rucksackbomben umgeschnallt und in diesen Einrichtungen in die Luft gesprengt. Die kamen aus den Slums von Casablanca. Dort sind wir gewesen, haben mit Freunden und Bekannten geredet, auch mit Experten. Vielleicht wissen auch viele von Ihnen, dass ein großer Teil der Bevölkerung, 60% unter 35 Jahre, ist sehr, sehr viele junge Menschen, die in Marokko damals und teilweise in Marokko auch heute unter schwierigen Umständen leben, genau wie in einigen anderen nordafrikanischen Ländern. Diese Täter kamen aus den Slums. Das heißt, wenig Aussichten auf eine gute Ausbildung, auf einen Arbeitsplatz, auf ein einigermaßen glückliches Leben. Und sie hatten keine Beteiligung an der politischen Willensbildung in diesem Land. Dasselbe galt für Tunesien, Algerien, Libyen, Ägypten und andere Staaten der Region. Und dann kommt ein zweites dazu, dass sie auf ihren Wellblechhütten Satellitenschüsseln hatten und mitbekamen, was im Rest der Welt so los war. Und sie erinnern sich auch an diese Bilder, die Folterbilder von Abu Ghraib oder Guantanamo oder der Krieg im Irak. Und dann ist Folgendes passiert. Ein Hassprediger namens Fisasi ist in diese Slums hineingegangen und hat den jungen Leuten gesagt, ihr habt nichts zu verlieren. Ihr habt keine Zukunft, ihr seid Opfer. Und ihr könnt nur etwas ändern, wenn ihr bereit seid, mitzumachen, euch zu erheben gegen diese Ungerechtigkeit. Und ihr könnt am Ende nur siegreich sein, wenn ihr euch auch gegen die richtet, die die schützende Hand über diese autokratischen Regime halten. Den Westen, der von Freiheit und Gerechtigkeit redet, aber doch, so sagte der Prediger, in Wahrheit das Gegenteil tut. Also die persönliche Wahrnehmung einer Benachteiligung in der eigenen Gesellschaft kombiniert mit der persönlichen Wahrnehmung von einer Doppelmoral in der Außenpolitik des Westens hat tatsächlich gereicht, um 14 junge Leute zu Selbstmordattentätern zu machen. 2005, Sie erinnern sich, 7. Juli, die Terroranschläge von London. 4 junge Leute, die sich in die Luft gesprengt haben, die in der britischen Gesellschaft aufgewachsen waren. Und der Inlandsgeheimdienst und das Innenministerium haben damals eine Studie erstellt und überlegt, warum machen die das? Hausgemachter Terrorismus, woher kommt das? Und in der Studie stehen 2 Hauptmotivationsgründe, warum junge Leute bereit sind, mitzumachen im Westen. Erstens, die persönliche Wahrnehmung einer wirtschaftlichen und sozialen Benachteiligung in der eigenen Gesellschaft. Also ich habe einen britischen Pass, aber ich sehe pakistanisch aus, also habe ich schlechtere Chancen auf eine gute Ausbildung, auf einen Arbeitsplatz, auf eine Zukunft und ich werde im Alltag diskriminiert. Zweitens, so schreibt der Inlandsgeheimdienst, die persönliche Wahrnehmung einer Doppelmoral in der Außenpolitik Großbritanniens, die von Freiheit und Gerechtigkeit redet, aber scheinbar, so steht da natürlich, das Gegenteil tut. Es sind exakt die gleichen Gründe, die damals auch dazu geführt haben, dass tatsächlich diese jungen Leute mitgemacht haben. Ist das bei uns genauso? Ich will Ihnen einen Mann vorstellen, der heißt Daniel Martin Schneider. Geboren am 9. September 1985, Religion römisch-katholisch. Der hatte im Sommer 2002 ein ziemlich gutes Zeugnis, 4-1er, 6-2er, 3-3er und 4. Also ein intelligenter, junger Mann mit allen Chancen, würde man sagen. Die 1er hatte er in Religion, Geschichte, Sozialkunde und Kunst. Dann ist was passiert. Im September 2002 haben sich seine Eltern scheiden lassen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht suggerieren, dass Scheidungskinder anfällig sind, Terroristen zu werden. Aber diese Scheidung war mit schlimmen Dingen verbunden. Gewalt in der Familie, Alkoholismus, ein Selbstmordversuch. Das hat den Jungen aus der Bahn geworfen. Das entschuldigt den überhaupt nicht, dass er zum Terroristen geworden ist. Aber es erklärt, warum er den Halt verloren hat. Er hat im Jahr 2003 die Schule abgebrochen nach der 11. Klasse. Da war sein Zeugnis schon im Schnitt eine Note schlechter, aber immer noch ganz gut und ist von September bis November 2003 in Brasilien gewesen, auf Sinnsuche. Er hatte noch keinerlei Kontakte zu Islamismus.
hat eine junge Frau kennengelernt, hat mit ihr ein Kind gezeugt, ist aus dem Land geworfen worden, weil er kein Geld mehr hatte, und hat in Deutschland nach seiner Rückkehr erfahren, dass die junge Frau das Kind verloren hat, weil kein Geld für die medizinische Versorgung zur Verfügung stand. Ein zweiter Schicksalsschlag. Nochmal, das entschuldigt den nicht, aber der war, salopp gesagt, sturmreif. Er ist auf Islamisten getroffen im Saarland, die haben ihm gesagt, du bist Opfer deiner Familie, dieser Gesellschaft. Wir sind Opfer, wir Muslime werden weltweit verfolgt und getötet. Also schließ dich uns an, ein Solidarisierungseffekt ist eingetreten. Und das Ergebnis war, dass dieser junge Mann dann relativ schnell sich radikalisiert hat. Er ist nach Ägypten gegangen, hat Arabisch studiert, hat diese spezielle Auslegung des Koran dort eingetrichtert bekommen, ist über Deutschland in die Türkei gereist, war im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet und hat dort eine Ausbildung durchlaufen von der sogenannten Islamischen Dschihad-Union, wurde auf dem Rückweg festgenommen, nach Deutschland abgeschoben und ist Ihnen sicherlich bekannt, weil er einer der vier Sauerland-Attentäter ist, Daniel Martin Schneider, der geplant hatte, einen großen Bombenanschlag oder auch mehrere auf amerikanische Militäreinrichtungen in Deutschland zu verüben. Osama bin Laden hätte das super gefunden oder fand das damals super. Er ist ja 2011 getötet worden, weil genau das passiert ist, was er sich vorgenommen hatte. Ich habe Ihnen vorhin die Worte zitiert, da müssen junge Leute selber erkennen, dass es ihre Pflicht ist, sich zu beteiligen. Und dann haben wir die Ursachen gemixt mit einer Ideologie, die denen auch eine Rechtfertigung gibt, Dinge zu tun. Und auf einmal lassen sich junge Leute dafür begeistern. Und Osama bin Laden ist jetzt tot und er hat einen Nachfolger, der nennt sich Kalif Abu Bakr al-Baghdadi. Und der hat etwas, was Osama bin Laden nicht hatte. Auch wenn es noch so fragmentiert ist, es ist ein Staatsgebiet aus Sicht der Islamisten. Das heißt, einen eigenen Staat, ein Kalifat zu errichten, wird als Versprechen eingelöst aus Sicht von Islamisten. Und wenn Sie dann die Bilder sehen, die im Internet kursieren, die Macht und Stärke projizieren, dann kann es durchaus sein, dass junge Leute quer durch Europa bereit sind, mitzumachen. Warum? Weil viele oder die meisten dieser jungen Leute sind nicht die Intellektuellen. Die gibt es auch, aber die sind zahlenmäßig in der absoluten Minderzahl. Die überwältigende Mehrheit sind Menschen am Rande der europäischen Gesellschaft. Kriminelle, die gekokst, gekifft, gesoffen, betrogen, geklaut, geraubt und Ähnliches getan haben und dafür teilweise auch im Gefängnis gelandet sind. Die hatten weder mit Islam noch mit Islamismus zunächst viel zu tun. Und jetzt kommt da jemand, der verspricht ihnen, dass ihr Leben doch einen Sinn haben könnte, dass man für eine höhere Sache als Ritter und Held aktiv werden kann. Und das wird untermalt von den Bildern, die übers Internet verbreitet werden und dann flankiert von etwas besonders Gefährlichem, nämlich mit einer Endzeitphilosophie. Sie wissen vielleicht, dass das Magazin des sogenannten Islamischen Staates Dabiq heißt. Das ist kein Zufall, weil Dabiq ein winzig kleiner Ort in der Nähe von Aleppo ist. Und dieser ist nach der islamischen Überlieferung besser gesagt, der Ort, an dem die letzte große Schlacht stattfindet zwischen dem Islam und seinen Feinden. Also das Armageddon aus unserer Bibel ist Dabiq in Syrien. Klammer auf, ist übrigens kein großer Zufall, weil der Prophet doch einiges aus der Bibel übernommen hat. Denn sein Onkel hat ihm sehr intensiv die Bibel nahegebracht, Klammer zu. Diese Endzeitphilosophie suggeriert, man kann als junger Mensch, der aus der Bahn geraten ist, der am Rande der Gesellschaft ist, der sich als Loser vielleicht fühlt, auf einmal teilhaben an etwas besonders Großem. Und das wird in der Propaganda dann entsprechend mit den Bildern untermalt, die Eroberung Roms in Italien, was nicht ganz stimmt mit der islamischen Überlieferung, weil da steht Rom zwar drin als Ziel, aber damals war Ostrom gemeint, also Konstantinopel oder Istanbul.
der Ort, der dann tatsächlich als nächstes nach dem Sieg in Dabiq erobert werden sollte. Und Sie kennen alle die Bilder aus den letzten Tagen aus Aleppo. Wenn Sie solche Bilder sehen, dann fangen Sie an, ein Stück weit zu glauben oder sind zumindest in Gefahr zu glauben, das ist die Apokalypse. Wenn Sie die Brandbomben sehen, diese riesigen Wolken, Feuerbälle und die Toten und Verletzten. Und das in der Tat kommt an. Bei mittlerweile weit über 5000, die aus Westeuropa gegangen sind, um mitzukämpfen. Und das wird noch verstärkt durch soziale Medien. Bin Laden hat eine kleine Videobotschaft übers Internet verbreitet. Hier können Sie in direkten Kontakt treten mit Ihrem Helden auf den Schlachtfeldern in Syrien und Irak. Über Twitter, über Telegram, über Fiber, das sind verschlüsselte Nachrichtendienste. Die werden genutzt über Smartphones und wenn Sie da Ihren Helden gefunden haben, ist die Chance durchaus groß, dass der Sie aufstachelt, dass Sie bereit sind mitzumachen, entweder dorthin zu gehen oder möglicherweise, wir haben es in den letzten Wochen verstärkt erlebt, auch hier aktiv zu werden. Wir haben es in Deutschland auch in den letzten Jahren erlebt. Der Bonner Bomber, der am Bonner Hauptbahnhof eine Bombe platziert hatte, wenn sie funktioniert hätte, hätten wir da einen Anschlag gehabt. Oder der Mann, der vor 2 Jahren im Brüsseler Museum, im jüdischen Museum, 4 Menschen ermordet hat. Das war der erste nach Hause geschickte IS-Kämpfer, der hier in Westeuropa einen Anschlag verübt hat. Klammer auf, über den Frankfurter Flughafen eingereist, von der Bundespolizei, wie es in der Datenbank vorgeschrieben war und verzeichnet war, angehalten worden, aber in der Datenbank stand drin, weiterreisen lassen, der darf nicht merken, dass man gemerkt hat, dass er da ist. Man soll es nur melden an die französischen und belgischen Behörden. Genau das haben die Bundespolizisten gemacht. Dann ist der Mann in sein Auto geklettert, in einen Mietwagen, ist nach Amsterdam gefahren, später dann weiter nach Brüssel und hat 4 Menschen im Jüdischen Museum in Brüssel ermordet, Klammer zu. Und genau das ist die Strategie jetzt. Im Jahr 2011 am Busbahnhof in Berlin wurde ein junger Mann verhaftet, in dessen Unterhosen eine SD-Karte versteckt war. Auf dieser SD-Karte waren Strategieschriften der Al-Qaida. Und da steht drin, wir müssen Furcht und Panik auslösen in den westlichen Gesellschaften, indem wir regelmäßig Attacken verüben. Das wird zu einer Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen führen und auch zu mehr Diskriminierung und Druck auf die muslimische Minderheit in Westeuropa. Das wiederum führt zu einer zunehmenden Entfremdung von Muslimen, sie werden den Hass der Feinde erkennen und sich dem Dschihad anschließen. Es ist Strategie der Islamisten, uns einzureden, wir seien in einem Kampf der Kulturen. Und hier ist nochmal wichtig festzuhalten. 5000 sind aus Europa in die Länder gezogen und sind sicherlich gefährlich. Auch in Deutschland haben wir Salafisten, die gefährlich sind. Trotzdem bleibt es dabei, das Risiko ist extrem gering und es wird darauf ankommen, die Zahl, die wir haben, zu marginalisieren, statt sich zu einem Werkzeug zu machen, indem man die These vom Kampf der Kulturen selber auf der anderen Seite, auf der rechtspopulistischen Seite propagiert, weil genau das zu dem führt, was die Islamisten in ihren Strategien vorgesehen haben. Und da haben wir in den Jahren 2011, 2012, 2013 einiges erlebt. Ein amerikanischer Prediger, der den Koran vor laufenden Kameras verbrannt hat. Ein Film über den Propheten, der im Internet verbreitet wurde. Pro-NRW- und Pro-Deutschland-Bewegung, die ich hier eindeutig als rechtsextremistisch bezeichnen will, auch wenn es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Auffassungen dazu gibt. Und Büchsenspanner wie Michael Mannheimer alias Michael Merkle oder Michael Stürzenberger, die, auf die komme ich gleich nochmal zurück, wesentlich beteiligt daran sind, dass Rechtspopulisten und Rechtsextremisten in Deutschland auf dem Vormarsch sind. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil wir im Jahr 2011 die extremste Form
des Ergebnisses dieser Polarisierung, dieser Aufschaukelung erlebt haben. Da hat nämlich ein Mann namens Anders Breivik in Norwegen, in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen ermordet. Und wenn Sie das Pamphlet von dem lesen, 1500 Seiten stark, dann sehen Sie, dass der sich als Teil einer großen Bewegung gesehen hat, einer islamfeindlichen Bewegung, die keinen Unterschied macht zwischen Muslim und Islamist und deshalb eben massiv dafür sorgt, dass die Islamisten Nachschub bekommen, weil sie selber der Überzeugung sind, dass Gewalt als Mittel gerechtfertigt ist, um das christliche Abendland vor seinem Untergang zu retten. In England gibt es die English Defence League, deren Anführer uns im Interview sagt, ich stimme zwar nicht mit allem überein, was Anders Breivik gemacht hat, aber er hat recht, es wird christliche Selbstmordattentäter in Europa geben. Oder hier in Deutschland ein Mann namens, den habe ich vorhin erwähnt, Michael Mannheimer, der im Internet den Aufruf verbreitet, weil das gesamte deutsche Establishment und jetzt auch die Kirche mit dem Islam kollaboriert, ist die Zeit gekommen für eine schonungslose Anwendung des Widerstandsrechts nach Artikel 20 Grundgesetz, ein Kampf mit allen Mitteln, auch bewaffnet und unter Bedingungen eines Bürgerkriegs. Diese Thesen verbreitet der Mann derzeit auf den Podien und auf den Anhängerwagen von Pegida, Legida, Dügida und allen anderen Ablegern dieser Bewegung. Er hat ein Portal im Internet betrieben, in dem er Haftbefehle auf namhafte deutsche Politiker ausgestellt hat und ein Nürnberger Kriegsverbrechertribunal gegen sie forderte. Und Sie erinnern sich sicher an die Bilder von Galgen, wo Fotos von Merkel und Steinmeier aufgehängt waren. Auch das ist Ausfluss dieser Hetze, die hier bei Pegida und anderen im Gange ist. Was die Frage aufwirft, wohin führt das? Und Sie haben in den letzten Tagen gesehen, was in Dresden passiert ist. Sprengstoffanschlag auf eine Moschee und das Konferenzzentrum wenige Tage vor den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Noch ist nicht klar, wer die Täter sind. Meine wilde These ist, und ich bin ziemlich sicher, dass das sich herausstellen wird, es ist Rechtsterrorismus, den wir hier in Deutschland haben. Und diese Ideologie von rechts außen sorgt dafür, dass Menschen Menschen auch in Deutschland töten. Und ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das ist noch nicht veröffentlicht. Sie haben den Amoklauf von München sicherlich in Erinnerung. Dieser junge Mann hat ein Pamphlet verfasst, ein Manifest, es ist nur 2 Seiten lang, überschrieben, die Rache an diejenigen, die mich auf dem Gewissen haben. Und er schreibt, dieser Stadtteil ist mit dem Virus nahezu komplett infiziert, die ausländischen Untermenschen mit meist türkisch-balkanischen Wurzeln regieren die Kriminalität und sind für die Destabilisierung des Stadtteils verantwortlich. Sie haben einen unterdurchschnittlichen IQ und sind sehr aggressiv. Dieser junge Mann hat ganz gezielt minderjährige Menschen aus der Türkei und aus dem Kosovo ausgesucht, um sie zu erschießen, weil er glaubt, er müsste das Abendland vor dem Untergang retten. Klammer auf, kleine Fußnote, das Gerede von einer Islamisierung Europas oder Deutschlands ist eine Propagandalüge und zahlenmäßig sehr einfach zu widerlegen, wenn Sie mögen, können wir gleich nochmal im Gespräch vielleicht darauf zurückkommen. Die Islamisten finden das super. In einer Strategieschrift steht, Zitat, die Neonazis versuchen bereits, Politiker und einflussreiche Leute in der Gesellschaft für ihre islamfeindliche Sache zu gewinnen. Diese Teilung wird in den kommenden Jahren noch klarer, wenn mehr und mehr extreme rechte politische Gruppen, Klammer auf, mit Neonazischlägern als ihrer Miliz, Klammer zu Anführern in Städten und Ländern gewählt werden. So steht es in einem Pamphlet des Islamischen Staates, das über das Internet verbreitet wird. Das heißt, das Interesse ist extrem groß, dass die Polarisierung weiter voranschreitet. Und jetzt will ich zu dem kommen, was man tun müsste und meiner Meinung nach auch zum guten Teil schon getan wird. Denn noch einmal, das Risiko ist
vergleichsweise gering, aber wenn wir es weiter zulassen, dass sich die Kräfte am Rand aufschaukeln und nicht die Zivilgesellschaft in der Mitte bereit ist, sich gegen diese Kräfte zu richten, dann kann sich das eben auch weiter in Gewalt entladen. Aber der Kampf der Kulturen fällt aus, wenn wir Flüchtlinge nicht als Bedrohung, sondern als Chance auch begreifen. Denn Deutschland braucht Zuwanderung. Und die meisten haben erlebt, was islamistischer Terror ist und wären einfach die besten Kronzeugen dafür, dass man sich gegen diese Ideologie des Hasses wehren muss. Dafür müssen wir aber drei Dinge tun. Das eine ist, wir müssen uns Gedanken machen, warum passiert das? Kriege, Terrorismus und Migration. Barack Obama hat in seiner Rede bei der Industriemesse in Hannover ganz klar gesagt, das sind Nebenwirkungen der Globalisierung. Weil wir die Globalisierung momentan in einer Art vorantreiben, die am Ende mehr Kriege, mehr Terror und mehr Migration schaffen wird. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wer von Ihnen isst gerne exotischen Fisch? Tilapia, schon mal gegessen? Noch nicht, aber verkauft sich in Deutschland ganz gut. Dafür fährt die EU-Fischfangflotte vor die Westküste Afrikas, fängt die Bestände leer, sodass die Fischer an der Westküste Afrikas nicht mehr genug finden, um ihre Familien zu ernähren. Dann gibt es die Möglichkeit, dass sie friedlich sich einen anderen Beruf suchen, wenn es eine wirtschaftliche Perspektive gibt. Wenn es die aber nicht gibt, und die gibt es nicht, dann werden sie vielleicht kriminell, sie werden zu Piraten, sie werden zu Terroristen oder sie machen sich auf den Weg. Das heißt, das, was wir tun, hat Ausfluss auf das, was in der Zukunft geschehen kann. Wer von Ihnen weiß, dass Syrien im Jahr 2004 ein Assoziierungsabkommen mit der EU abgeschlossen hat? Das ist nicht ratifiziert worden, aber das Assad-Regime hat damals angefangen, den Markt im Land zu öffnen für europäische Produkte mit dem Ergebnis, dass viele Menschen in Syrien tatsächlich unter die Räder gekommen sind, weil diese Produkte billiger den Markt überschwemmt haben. Er hat das Eigentums- und Mietrecht verändert. Auch da fühlten sich sehr viele kleine Leute sehr benachteiligt, Klammer auf, aber auch die Eliten im Lande, die Großgrundbesitzer, Klammer zu. Und er hat angefangen, das Gesundheitssystem zu privatisieren, in einem sozialistischen Staat ein Wagnis. Das hat mit dazu beigetragen, dass im Jahr 2011 es zu diesem blutigen Bürgerkrieg gekommen ist. Deswegen, so sagt Barack Obama, es ist entscheidend und wichtig zu schauen, wie schaffen wir Perspektiven in diesen Ländern und bedenken mit, was unsere Politik der Globalisierung an Auswirkungen da hat. Und das ist extrem wichtig und kann auch zu unserem großen Vorteil gereichen. Auch da ein Beispiel. Die Bevölkerung in Afrika wird in den nächsten 80 Jahren nach allen Berechnungen sich verdrei- oder vervierfachen. Das heißt von 1 Milliarde auf 3 bis 4 Milliarden. Das hat übrigens nichts, wie die Büchsenspanner auf der rechtspopulistischen Seite behaupten, mit hohen Geburtenraten zu tun. Das ist völliger Blödsinn. Die Geburtenraten in Afrika liegen im Schnitt bei 2,2, im Schnitt. Es gibt Länder, wo sie höher liegen. Aber in Afrika gibt es unglaublich viele junge Leute. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn diese 2,2 Kinder jeweils geboren werden, dann wird sich die Alterspyramide, die momentan so aussieht, verschieben zu einem Zylinder. Die Ränge werden sich füllen und dann werden es eben 3 bis 4 Milliarden am Ende dieses Jahrhunderts sein. Das kann ein Riesenvorteil sein, eine Riesenchance, denn das sind auch Märkte. Aber es kommt darauf an, dass das so gestaltet ist, dass tatsächlich Perspektiven für diese Menschen entstehen. Denn wenn sie nicht entstehen, können Sie ja mal überlegen, was dann an Kriegen, Konflikten, Terror, vielleicht auch Migration in der Welt geschehen könnte. Und deswegen sagt Barack Obama, sagen auch andere, die sich mit Strategien, langfristigen Strategien beschäftigen, statt alle Energie aufzuwenden, um uns vor möglichen Risiken zu schützen, sollten wir sie dafür nutzen, diese Welt positiv zu gestalten.
Lange Rede, kurzer Sinn. Der Kampf gegen den Terrorismus kann nur erfolgreich sein, wenn Sie die Politik entsprechend verändern, um Perspektiven zu schaffen und Chancen zu schaffen, statt immer nur sich vor Risiken zu fürchten. Zweitens, Sie müssen dafür sorgen, dass der fruchtbare Boden in den westlichen Ländern abnimmt, indem man sich um die jungen Menschen kümmert, die glauben, keine Perspektiven zu haben. Und jetzt verstehen Sie mich nicht falsch. Ich meine damit nicht allen, die am Rande der Gesellschaft in Deutschland sind und weniger Chancen haben, auf einmal auf dem silbernen Tablett alles zu servieren. Das wäre falsch. Aber wenigstens Perspektiven anzubieten und sie zu koppeln an Bedingungen, Beispiel die Stadt Meckenheim bei Bonn, bietet jedem, der den Schulabschluss schafft, einen gesicherten, garantierten Ausbildungsplatz. Das ist eine gemeinsame Initiative von städtischen Behörden, von Wirtschaftsverbänden und von gesellschaftlichen Gruppierungen. Großartiger Ansatz. Funktioniert übrigens in verschiedenen Ländern. Also, Sie müssen Perspektiven bieten, sie an Bedingungen koppeln und jetzt kommt das Dritte dazu, Sie müssen auch sanktionieren, wenn jemand Regeln und Rechte verletzt und überschreitet. Denn wenn Sie das nicht tun, wenn also Intensivstraftäter, die in Düsseldorf aus einer Gruppe von etwa 2000 mit nordafrikanischem Hintergrund oder in Bremen, sehr junge Leute auch, immer und immer wieder Straftaten begehen können, ohne dass sie sanktioniert werden, sendet die Gesellschaft das Signal, das, was ihr tut, und ihr seid uns gleichgültig. Also Perspektiven schaffen, an Bedingungen knüpfen und bei Rechtsübertretungen auch sanktionieren. Und wie schafft man Perspektiven? Und da stehen wir vor der größten Herausforderung. Wie schafft man Perspektiven für die, die jetzt angekommen sind? Und das ist die Integration. Und da sage ich ganz ehrlich, ich persönlich, ganz persönliche Meinung, bin völlig überzeugt, dass man das schafft. Es gibt unglaublich viel positive Ansätze quer durchs Land, nicht nur, aber vor allem den ehrenamtlichen oder den hauptamtlichen Helfern zu verdanken. Und es gibt Initiativen, die vielleicht auch beispielhaft sind, an dem einen Ort und auf den anderen übertragen werden können und es funktionieren kann. Dazu gehört, dass Politik auch ein paar Rahmenbedingungen schafft. Zum Beispiel sagt, wir schaffen Stadtgebiete, in denen nicht isolierte Ghettos entstehen, sondern Gebiete, in denen Anschluss da ist durch Nahverkehr, durch übergreifende Fußgängerzonen, durch Geschäfte, die zwischen Wohngebieten entstehen dürfen, offene Märkte, wo man sich austauschen kann. Jetzt denken Sie vielleicht, ein Idealist spinnt auf dem Podium. In Barcelona können Sie sich's angucken, in Toronto können Sie sich's angucken, in Boston können Sie sich's angucken. Wie schaffen wir es, kleine Geschäfte zu ermöglichen, indem wir, ja, auch das gehört dazu, die Regeln an der einen oder anderen Stelle lockern? Weil wenn Sie einem kleinen Geschäfteinhaber auferlegen, er soll für 30.000 Euro eine Klimaanlage einbauen, bevor er überhaupt anfangen darf, dann wird dieses Geschäft nie entstehen. Klar, das muss man verhandeln, ob man dazu bereit ist, aber ich glaube, es bietet eine große Chance. Und dann noch ein letzter Punkt, und es gibt unendlich viele weitere. In Belgien beispielsweise geht man hin, in Brüssel, nicht in Molenbeek, aber im anderen Stadtgebiet von Brüssel, da kaufen Initiativen Grundstücke, bauen und verkaufen diese dann zu günstigeren Preisen an Zuwanderer. Dadurch hat man Eigentum, das man erwerben kann. Und wenn Sie das haben, haben Sie ein Rieseninteresse daran, dass da keine Kriminalität ist, dass es keinen Drogenhandel gibt, dass da keine Islamisten ihr Unwesen treiben. Also auch das kann dazu beitragen. Ich muss eins noch anführen, in der Schweiz können Sie besichtigen, eine großartige Initiative, Schulen, die multiethnische Hintergründe in ihr Konzept aufgenommen haben, die man mitten platsch in soziale Brennpunkte gepflanzt hat und auf diese Weise dafür gesorgt hat, dass soziale Brennpunkte sich verwandelt haben in Nachbarschaften, die blühen will ich nicht sagen, aber sich entwickeln. Und das am Ende bringt mich zurück zu einem jungen Mann, der vor ein paar Jahren mal im Bundeskanzleramt war. Der hatte mit seiner Klasse einen Preis für sein Engagement gegen Gewalt gewonnen. Dieser junge Mann ist auf dem Foto zu sehen, was ich
Ihnen gern an die Wand geworfen hätte, aber auf diesem Foto steht der Kanzler vorne, die große Schulklasse. Und dieser junge Mann ist kein Unbekannter. Er ist der erste erfolgreiche islamistische Terrorist auf deutschem Boden, Arit Uka, der am Frankfurter Flughafen die Soldaten ermordet hat. Wie schaffen wir es, zwischen diesem Arit Uka damals und dem Arit Uka heute den Fuß in die Tür zu kriegen, an der Weggabelung zu stehen, wo der sich entscheiden kann? Und das schaffen wir nicht mit Militär, nicht mit Nachrichtendiensten und nicht mit Polizei, so wichtig deren Arbeit ist. Das schaffen wir nur, wenn wir uns auch um den Kampf gegen die Ideologie, den Wahhabismus und Salafismus kümmern, wenn wir gleichzeitig Integration und Chancen schaffen und wenn wir als Drittes eben auch bereit sind, auf andere Menschen zuzugehen und sie mit zu Verbündeten zu machen, weil sie von dieser Demokratie und ihrer individuellen Freiheit, die sie für jeden bietet, profitieren. Denn wenn die Demokratie angegriffen wird, obwohl sie die stärkste Herrschaftsform überhaupt ist, ist sie schwach, weil die individuellen Freiheiten missbraucht werden können gegen sie. Und in dem Moment braucht sie nicht den Staat alleine, nicht die Polizei, sondern alle Bürger. Freunde, Bekannte, Verwandte, Schulen, Vereine, Verbände, alle, die in dieser Gesellschaft den Zusammenhalt wiederherstellen können. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Thewissen. Ich glaube, der Applaus zeigt, dass Sie vielen durchaus nicht nur informativ heute einiges gegeben haben, sondern auch emotional möglicherweise. Darüber diskutieren wir gleich. Ich sehe Peter Stephan hier in der ersten Reihe. Sehe es mir nach, Peter, wenn man hier in den Scheinwerfer guckt, ist man kaum in der Lage, in die erste Reihe zu gucken. Schön, dass du auch unter uns bist. Und jetzt höre ich auf mit Ehrengästen, sonst vergesse ich noch jemanden. Also allen nochmal herzlich willkommen. Aber vielleicht darf ich gleich eine Frage anschließen, die uns ja alle umtreibt, auch in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat. Stichwort militärische Auseinandersetzung. Wir haben jüngst im Deutschen Bundestag und in der deutschen Gesellschaft diskutiert über Waffenlieferungen in Richtung Irak. Nach dem, was Sie eben gesagt haben, könnte man auf die Idee kommen, dass das natürlich immer die Ultima Ratio ist, wenn gar nichts anderes mehr geht. Sie haben sehr viel von Prävention gesprochen. Können und müssen wir trotzdem eine lange Zeit möglicherweise eben damit leben, dass die militärische Auseinandersetzung doch zu der Auseinandersetzung insgesamt dazugehört? Ja, absolut. Und da bin ich eigentlich sogar der Meinung, statt Waffen an andere zu liefern, die dann das Geschäft, ich sag's mal so abwertend, erledigen, sollten wir bereit sein, selber Verantwortung zu übernehmen und nicht nur Aufklärungstornados zu schicken, sondern tatsächlich dann in solchen Fällen, das ist ein Standbein auch für diesen Kampf, auch selber unmittelbar beteiligt sein und der Verpflichtung innerhalb von Partnerschaften nachkommen. Aber, und jetzt kommt das Aber, dazu gehört eine Strategie. Und meine persönliche Meinung, ich schreibe wieder Kommentar oben drüber, ist, dass es keine Strategie zurzeit gibt. Das Weißbuch aus meiner Sicht, das gerade veröffentlicht wurde, ist keine. Es nennt zwar zum allerersten Mal tatsächlich ein paar Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte, aber es beschreibt nicht, es fängt noch nicht mal an zu beschreiben, mit welchen Maßnahmen man denn da mit umgehen kann mit diesen Herausforderungen. Deswegen gefällt mir eigentlich sehr gut, obwohl das ja, wie wir sehen, an der Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte kein Garant dafür ist, dass man es richtig macht, aber gefällt trotzdem sehr gut, dass es eine strategische Diskussion in den USA gibt. Es gibt da Thinktanks, es gibt da einen nationalen Sicherheitsrat, es gibt da die National Security Strategy, also ein Strategiepapier, das alle paar Jahre vom Präsidenten veröffentlicht wird. Und da steht sehr detailliert drin, wohin man einfach will. Und dazu gehört meiner Meinung nach die Definition auch der nationalen Interessen, auch auf internationaler Ebene
und auch ein Apparat, der sich intensiv und dauerhaft damit beschäftigt. Das ist in jetzt den Neuerungen mit dem Weißbuch, dem neuen Weißbuch, zwar angelegt. Es soll einen ständig tagenden Sicherheitsrat gewissermaßen geben. Der Bundessicherheitsrat wird erweitert. Aber meiner Meinung nach müsste das noch umfangreicher institutionalisiert werden. Es gibt übrigens von vor einigen Jahren ein Strategiepapier der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, was damals schnell in der Schublade wieder verschwand, weil der Eindruck in der Öffentlichkeit gleich entstanden war, man wolle da Macht an einer Stelle konzentrieren. Und da wurde der Rückfall in schreckliche Zeiten befürchtet. Ich glaube, wenn man keine Strategie hat, vor allen Dingen keine Vision, aus der eine Strategie fließt, wie soll man daraus dann die richtigen Maßnahmen erkennen können? Das ist das Problem zurzeit. Ich würde gerne noch zwei Punkte ansprechen, die auch die Landespolitik betreffen und dann sehr schnell auch ins Publikum gehen. Da gibt es sicherlich viele Fragen und möglicherweise auch andere Meinungen als die, die Sie vorgetragen haben. Ich gebe zu, ich habe heute Abend vieles Neues erfahren, was Sie anbelangt, aber die 1,3 Minuten, die man sonst hat, Ihnen zuzuhören, führen möglicherweise dann auch zu einem nur sehr eingeschränkten Bild. Sie haben von den Unwuchten auf dieser Welt gesprochen und der Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent. Wir sind ein kleines, aber durchaus sehr starkes Bundesland. Ich hatte Ihnen eben im Vorgespräch gesagt, dass in unserem Koalitionsvertrag steht, dass wir prüfen wollen, eine Partnerschaft zu einem Land auf dem afrikanischen Kontinent herzustellen. Das ist zurzeit so, dass wir darüber nachdenken, wer könnte das denn sein. Sage ich aber auch, sowas gibt es an ganz vielen Stellen, endet am Ende ein wenig auf dem Papier und wird dann doch nicht so gelebt, wie man sich das vielleicht mit seinem Idealismus, der vielleicht auch ein wenig dazugehört, so vorstellt. Trotzdem da nochmal die Frage, Sie sind in Mainz beruflich zumindest zu Hause, Rheinland-Pfalz hat eine solche Partnerschaft und wir haben ja eine ganze Menge auch auf nationaler Ebene und internationaler Ebene, was dort passiert, nur kommt immer sofort der Einwand, mit Geld alleine wirst du dort wenig bis gar nichts bewegen, weil es häufig in falschen Kanälen bei Despoten landet, die daraus ihre Macht eher verfestigen, als dass sie durch mehr Wohlstand, den man mit Entwicklungshilfe erreichen will, in ihrer Macht destabilisiert werden. Wie sehen Sie das? Sind wir da naiv, die wir nach wie vor glauben, dass solche Hilfestellung nicht nur mit Geld, aber eben auch mit Geld notwendig ist? Oder ist das eher doch häufig ein hoffnungsloses Unterfangen, weil wir machen ja schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten so etwas auch aus Deutschland heraus und die Ergebnisse sind halt, wenn man das Gesamte sieht, doch eher sehr bescheiden. Ich glaube, dass es sich nicht auf Geld beschränken darf, sondern dass vor allen Dingen Wissenstransfer und auch Strukturtransfer entscheidend und wichtig ist für diese Länder, die sich ja aufmachen in eine globalisierte Welt. Und wer besser als die, die Erfahrung damit haben, wie man etwas organisiert bis runter in die lokalen Strukturen hinein, könnten da als Berater tätig sein. Allerdings ohne die Strukturen, die wir haben, einfach eins zu eins zu übertragen. Man muss sich genau Gedanken machen, wie sieht diese Gesellschaft jeweils aus, die man da berät, der man hilft, und dann entsprechend die Ratschläge in diese Richtung auch machen, wie man vielleicht Konzepte, die hier erprobt sind, dann übertragen kann. Das ist übrigens etwas, ich habe es vorhin angesprochen, dieses Zitat über die globale Strategie, stammt von Thomas Barnett, einem Denker aus dem Pentagon, interessanterweise, der gesagt hat, eben statt sich über die Risiken Gedanken zu machen, sollten wir eher nach den Chancen suchen. Und er ist der Meinung, dass die erfolgreichen Staaten der Zukunft werden diejenigen sein, die anderen Staaten helfen, in diese globalisierte Welt aufgenommen zu werden, dass Menschen daraus Perspektiven und Chancen haben. Und momentan überlassen wir, das sage ich auch mit Bedauern, das Feld sehr China und den Chinesen in Afrika hochaktiv, tun zu wenig selber. Und wenn wir was versprechen, halten wir es nicht. Beispiel: nach der Arabischen Revolution haben wir Nordafrika 14 Milliarden Dollar versprochen auf einem G8-Gipfel. Die Mittelmeerunion hat viele 100 Millionen Dollar versprochen, auch auf einem Gipfel. Und nur ein Bruchteil dieser Gelder ist tatsächlich geflossen. Sie hätten niemals einfach nur weitergereicht werden dürfen, was noch nicht passiert ist, an die Regierungen. Aber man hätte gemeinsame Projekte machen können. Es gibt ein paar, aber viel zu wenig, weil nur durch solche Projekte tatsächlich auch Perspektiven für die Menschen entstanden wären. Desertec, also Solarenergie aus der Wüste, war ein Beispiel dafür.
Von mir nochmal ein ganz anderer Punkt, der, glaube ich, auch viel interessiert, sehr konkret in der Landespolitik, auch in der nationalen Politik seit Monaten ein Thema, Stichwort Burka-Verbot. Sie haben ja davon gesprochen, dass wir eher suchen sollten, wechselseitig mehr Respekt, mehr Verständnis und anderes zu entwickeln. Ich verkürze das jetzt sehr und bin dann vielleicht auch ein bisschen neben dem, was Sie eigentlich gesagt haben. Aber man könnte ja in dem Zusammenhang auf die Idee kommen, zu sagen, wenn wir jetzt mit Restriktion mit solchen Dingen umgehen, erreichen wir eher dann doch wieder das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen sollten, nämlich Dialog und anderes mehr. Jetzt gehöre ich auch, wie ich wahrscheinlich die deutliche Mehrheit in unserem Land, ich glaube Umfragen sprechen von 80%, zu denen, die sagen, trotzdem glaube ich, dass das ein probates Mittel wäre, ein Verbot insofern, weil auch das sehe ich so, es schon ein sehr aggressives Zeichen ist von denjenigen, die die Burka tragen, in Richtung einer offenen Gesellschaft und damit auch in Richtung vieler Grundwerte in unserem Grundgesetz. Auf der anderen Seite haben wir verfassungsrechtliche Hürden. Und was immer wieder wahrscheinlich auch vielen hier auf der politischen Ebene passiert, im Gespräch mit wem auch immer, ist, dass viele sagen, dann macht das doch endlich. Und wenn ich dann mit der Erklärung komme, naja, das würden wir ja gerne, aber es geht halt verfassungsrechtlich möglicherweise nicht. Da gibt es auch wiederum andere Meinungen, aber ich glaube, es ist eine Mehrheitsmeinung bei Juristen, dass das schwierig ist. Dann kommt die nächste Frage, dann macht es doch wenigstens dort, wo das denn geht, auch im Einklang mit der Verfassung. Dann stelle ich einfach mal die Frage, A, wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass das mehr Sand ins Getriebe eines besseren Miteinanders führt? Oder ist es wiederum geboten, wenn 80% Unwohlsein empfinden, wenn sie Frauen mit voller Verschleierung und Gesicht verhüllt und eben völlig intransparent auf der Straße begegnen? Wie würden Sie das einschätzen? Persönliche Meinung wieder, schreibe wieder Kommentar oben drüber. Ich halte das für eine völlige Scheindebatte und auch eine falsche Debatte aus zwei Gründen. Der eine ist, es ist eine Einschränkung der individuellen Freiheit, wenn wir anfangen, Menschen vorzuschreiben, was sie zu tragen oder nicht zu tragen haben, ob nun in der Öffentlichkeit oder im Privaten. Wo ist dann übrigens auch das Ende? Weil viele Leute setzen ja Burka nicht gleich mit dieser Vollverschleierung, sondern ziehen auch den Kurzschluss, dass ein Schleier oder ein Kopftuch dann mit betroffen sein sollten. Beispiel, was da am französischen Strand stattgefunden hat in Nizza. Die Burka, das zeigen alle Untersuchungen aus Frankreich, die ja in Teilen verboten ist. Das hat dazu geführt, dass diese Frauen das Haus gar nicht mehr verlassen haben. Es sei denn, sie sind rausgegangen und haben es darauf angelegt, um eine Buße zu kassieren. Die sind nicht mehr aus dem Haus gegangen. Das heißt, es befeuert Isolierung, statt Isolierung aufzubrechen. Und es wäre doch schöner, wenn wir andere Strategien entwickeln. Wie können wir, ich sag mal, eine Frau in der Burka aus der Reserve locken? Angebote machen, die vielleicht helfen, einen Sinneswandel auch herbeizuführen. Das mag jetzt erstmal idealistisch sein, aber keiner hat uns versprochen, dass Demokratie einfach und leicht ist. Und jetzt kommt der zweite Grund dazu. Ich halte das wieder für einen klassischen Fall, wo man an einem Thema versucht, ich sag mal, die Bevölkerung oder bestimmte Teile der Bevölkerung zufriedenzustellen, aber erweckt damit nur den Eindruck, als würde man damit mehr Sicherheit bekommen, was purer Blödsinn ist. Ja, das Gegenteil ist ja, wie vorhin beschrieben, der Fall. Und diese Scheindebatte sorgt dann dafür, dass man sich um die wirklich wichtigen Dinge, die ich vorhin genannt habe, möglicherweise nicht kümmert, nämlich sich um die jungen Leute zu kümmern, die in Gefahr sind, in diesen Extremismus hineinzugeraten. Solche Debatten haben wir in den letzten 15 Jahren übrigens viele geführt. Sie erinnern sich, nach den Kofferbombern 2006 sollten Röntgengeräte an allen Bahnhöfen aufgestellt werden und Videokameras. Das hätte übrigens zu nichts geführt, weil Sie an der Bahnstrecke eine Bombe platzieren können. Da können Sie genauso viele Menschen mittreffen wie am Bahnhof. Oder dass wir jetzt alle, und das halte ich für auch eine ganz abstruse Maßnahme, am Flughafen Tütchen packen. Ich kann im Duty-Free-Shop alles kaufen, was ich brauche, um ein Flugzeug zum Absturz zu bringen. Und obendrein kann ich momentan mit meiner Bordkarte, ohne dass ich ein einziges Mal auf meine Identität kontrolliert werde, quer durch Europa durch die Schengen-Staaten fliegen. Kein einziges Mal werde ich auf meine Identität kontrolliert. Das heißt, jemand anders kauft das Ding, ich hole mir das, klaue mir das, kriege es übergeben und ich kann quer durch Europa fliegen. Also die Löcher, die es da gibt, sind viel größer an anderen Stellen, aber wir packen Tütchen und erwecken damit den Eindruck von mehr Sicherheit. Das kann auch Sinn haben, aber es führt am Ende nicht zu mehr Sicherheit.
Ja, vielen Dank. Bin ich ja doch froh, dass ich einen Streitpunkt, nämlich die Burka, gefunden habe. Aber da gibt es vielleicht dann noch eine Reihe von weiteren Äußerungen dazu. Darf ich mal ins Publikum schauen? Lassen Sie mich nicht so alleine hier vorne. Ganz hinten rechts, bitte. Ja, bitte. Wenn Sie kurz aufstehen, es gibt ein Mikrofon und vielleicht Ihren Namen sagen. Fabian Beine, guten Tag. Thema Geheimdienste, da haben wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen. Sie sind ja der Terrorismusexperte, wissen oder haben auch gute Kontakte zu den Geheimdiensten, wissen, welche wichtige Arbeit sie leisten, wissen, dass sie irgendwelche SD-Karten in Unterhosen finden, wo dann wichtiges Material drauf ist. Sind auf der anderen Seite, wie ich mal gelesen habe, aber auch Geheimdienstexperte, haben nach den Enthüllungen von Edward Snowden eine Zoom-Reportage gemacht, wo sie gemäß ihrem Auftrag sehr kritisch auch die Geheimdienste hinterfragt haben. Für mich sind das immer so zwei Herzen, die in einer Brust schlagen. Wo ziehen Sie da die Grenze? Was sollen Geheimdienste machen? Was müssen Geheimdienste machen? Aber wo ist auch die Grenze, wo wir sagen, da ist Schluss? Ich halte es da mit Edward Snowden, der interessanterweise selber sagt, er findet Geheimdienste wichtig, auch für freie Gesellschaften. Also er ist keiner, der dafür wäre, sie abzuschaffen, ganz im Gegenteil. Edward Snowden sagt selber wichtig, aber sie müssen kontrolliert werden. Es muss eine parlamentarische Kontrolle geben, die funktioniert, und es muss eine Transparenz über das Tun dieser Geheimdienste hergestellt werden. Und da sage ich ganz ehrlich, quer durch Europa, aber auch in anderen Ländern, funktioniert diese Kontrolle nicht. Im Deutschen Bundestag versucht man sie jetzt zu verbessern, indem man tatsächlich einen Geheimdienstbeauftragten findet, der dann dem parlamentarischen Kontrollgremium gewissermaßen als verlängerter Arm und dauerhafte Institution zur Verfügung steht. Das halte ich für einen riesigen und sehr positiven Schritt. Aber gleichzeitig weiß ich auch, und das sehe ich sehr kritisch, dass Geheimdienste ihre Informationen von V-Leuten und Informanten bekommen, die möglicherweise in der Szene selber auch als Agent Provocateur und als Brandbeschleuniger aktiv sind. Im NSU-Verfahren konnten wir besichtigen, dass im unmittelbaren Umfeld von Beate Zschäpe 20 V-Leute, unter anderem auch aus Hessen, platziert waren. Und wir können auch in islamistischen Zusammenhängen sehen, dass beispielsweise in Ulm im Multikulturhaus der große, ich sag mal, Prediger und Zampano da gewissermaßen vom Landesamt für Verfassungsschutz, damals noch Baden-Württemberg, regelrecht aufgebaut ist zu einer großen Persönlichkeit in der Szene, um auf diese Weise Islamisten anzuziehen und sie besser in den Blick zu nehmen. Also das sind die Punkte, wo meiner Meinung nach eine intensivere Kontrolle dringend notwendig ist. Letzter Punkt, Sie fragen sicherlich auch nach Überwachung. Und ich bin auch der Meinung, über eine Überwachung sollte nicht irgendjemand im stillen Kämmerlein entscheiden, sondern grundsätzlich sollte ein Land, eine Bevölkerung darüber entscheiden, wie viel Überwachung sie haben will und wie viel nicht. Und zweitens muss sie dann kontrolliert werden. Und da reicht mir die Zersplitterung, die wir derzeit haben, GC-Kommission, Vertrauensleute im Parlament und dann eben Kontrollgremium auch nicht aus. Das ist eine zersplitterte Überwachung. Nicht per Zufall hat BND-Chef Schindler, ehemaliger BND-Chef Schindler, ja vor 2 Wochen gesagt, er hält das auch für einen Treppenwitz, die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste in Deutschland. Ja, vielen Dank. Hier vorne die beiden Herren und dann die Dame auf dieser Seite, bitte. Klaus Wimmen, ich war jetzt ein bisschen enttäuscht von Ihrem Vortrag, war wohl vieles Interessante drin, aber es hat sich ja in den letzten Monaten doch ganz Gewaltiges getan, einmal in England, wo das Parlament und auch die Chilcot-Kommission mal aufgearbeitet hat, was falsch gelaufen ist und dass man, was Sie am Anfang auch gesagt haben, mit Irakkrieg oder mit Libyenkrieg erst das Problem geschaffen oder verstärkt hat zumindest. Und Staaten ohne Regierung, ohne Instanzen sozusagen geschaffen hat. Gerade heute in dieser Stunde, oder vielleicht ist es schon abgestimmt worden in den USA, das JASTA-Gesetz ist ja verabschiedet worden. Obama hat sich praktisch für Saudi-Arabien entschieden und ein Veto eingelegt. Und heute Nachmittag unserer Zeit hat der Senat darüber debattiert und sollte so gegen 18 Uhr abstimmen. Was daraus gekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht weiß es hier jemand, kann das mitteilen. Auf jeden Fall,
das fehlt in unserem Land, dass man die Fehler der Vergangenheit wirklich mal aufarbeitet und dann daraus Schlüsse zieht. So mutig, also gerade wie das in England passiert ist, in Amerika ist es halt sehr zögerlich passiert. Vorher waren ja die sogenannten 28 Seiten veröffentlicht worden, die die Rolle von Saudi-Arabien näher beleuchtet haben. Dieses Jasta-Gesetz soll ja ermöglichen, dass Gerichtsverfahren gegen Saudi-Arabien möglich werden, die dann darüber entscheiden müssen, ist eine Schuld oder ist keine Schuld. Es ist ja keine Vorverurteilung. Sie also, müssten Herr Wim, ich kann Davison auch die Gelegenheit geben, dass er zu Ihrer Enttäuschung was sagen kann. Ich möchte nur einen Satz hinterher. Ja. Positive Perspektive. Sie haben so ein bisschen suffisant China angesprochen, aber das, was mit der neuen Seidenstraße One Road, One Belt passiert, sind ja reale Projekte. Es sind ja Eisenbahnsysteme in Afrika zum Beispiel oder in Asien. Und warum ist die deutsche Politik bisher nicht bereit, auf diesen Zug aufzuspringen, obwohl wir ja bei der AIIB, also bei der Asiatischen Infrastruktur Investmentbank, mitmachen? Aber warum sind wir bisher nicht offen dabei, diese Politik zu unterstützen, weil das eine großartige Perspektive letztendlich auch für unseren Mittelstand und für unsere Exportwirtschaft wäre. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Wim. Ich bin eigentlich in beiden Punkten bei Ihnen. Ich dachte, ich wäre vorhin schon relativ klar gewesen gegenüber Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist das Land, das weltweit staatlich diese Ideologie verbreitet. Die nennt sich Wahhabismus oder nennt sich auch Salafismus. Und ich bin der Meinung, dieses muss bekämpft werden. Und das am liebsten gemeinsam mit der saudischen Regierung. Die haben ja das Problem, dass wenn sie es ernsthaft angehen, dass sie dann gleich innerhalb ihres eigenen Landes mit hoher Wahrscheinlichkeit sich den Zorn der Islamisten zuziehen. Wer von Ihnen weiß, dass in den 70er Jahren Saudi-Arabien schon mal auf einem Weg der Liberalisierung war, dass Frauen Autos fahren durften beispielsweise, dass die Wirtschaft viel freier organisiert war in Saudi-Arabien, wissen vielleicht viele nicht. Was ist passiert? Damals haben islamistische Extremisten Mekka besetzt, Tausende von Pilgern als Geiseln genommen und der König musste und wollte diese befreien mit Militär, brauchte dafür die Genehmigung der islamischen Gelehrten und die hat er nur unter zwei Bedingungen bekommen. Er hat sie bekommen und hat diesen Aufstand tatsächlich niedergeschlagen in Mekka. Da ist Blut in den heiligen Städten geflossen. Zwei Bedingungen. Erste Bedingung: das Zurückdrehen dieser Liberalisierung, Rückkehr tatsächlich zu den wahhabitischen Grundregeln der Strenge. Und das Zweite, die Ölmillionen oder Milliarden dafür nutzen, um diesen wahren Glauben, den Wahhabismus, Klammer auf, aus meiner Sicht eine Verfälschung des Islam, Klammer zu, weltweit zu verbreiten. Und das war der Moment, wo die saudische Regierung angefangen hat, die König-Fahd-Akademie in Bonn, Moscheen quer durch Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt zu finanzieren, diese Korane zu verteilen. Die werden übrigens im King-Fahd-Komplex in Mekka gedruckt, diese Korane, und weltweit kostenlos verteilt. Das ist der Punkt, wo Saudi-Arabien sich meiner Meinung nach bei der Ausbreitung dieser islamistischen, terroristischen Ideologie schuldig gemacht hat. Und ich hatte Anfang des Jahres bei der Münchner Sicherheitskonferenz das Vergnügen, genau diese Frage an den Außenminister Al-Jubeir zu richten im Interview. Er war natürlich nicht begeistert und hat bestritten, dass Saudi-Arabien diese Ideologie weiter verbreitet. Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass man den Druck auf Saudi-Arabien erhöht, Klammer auf, nicht weiter Waffen liefert an Saudi-Arabien, Klammer zu. Und interessanterweise tut sich was. Die Saudis haben gerade beschlossen, dass die König-Fahd-Akademie geschlossen wird. Sie haben beschlossen, viel enger mit deutschen Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten. Barack Obama nennt Saudi-Arabien nur noch seinen sogenannten Verbündeten und nicht mehr Verbündeten. Und ich glaube, dass der amerikanische Präsident sich gesagt hat, es ist jetzt nicht wichtig, aus der Vergangenheit die Schuld oder Mitschuld am 11. September mit aufzuarbeiten, sondern es ist viel wichtiger, Saudi-Arabien unter Druck zu setzen und auch mal neue Wege zu gehen. Er ist auf Iran zugegangen, mal sehen, was rauskommt bei dem Atomdeal. Aber er ist dabei, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Und wenn Hillary Clinton Präsidentin wird, würde ich mal wild behaupten, werden wir auch Verhandlungen über Freihandelszonen mit Russland sehen.
ist jetzt eine sehr wilde Behauptung, zu der ich mich immer hier verstiegen habe. So, und das Zweite, tatsächlich, ich glaube, dass wir viel mehr tun könnten, auch in anderen Teilen der Welt, um diese Globalisierung weiter voranzutreiben und Chancen zu schaffen. Deutschland ist da nicht so schlecht. Also auch in Afrika, in einigen Ländern sehr aktiv. Der Entwicklungshilfeminister Müller ist da ständig unterwegs. Aber es gibt bestimmt Projekte, wie das von Ihnen genannte, was sicherlich auch noch Förderung verdient hätte. Vielen Dank. Ihr Nachbar, ungefährer Nachbar, hatte sich gemeldet und dann die Dame hier drüben. Was auch sehr wichtig ist, ist der Zusammenhang zwischen einer internationalen schweren Finanzkrise und der Zunahme eben von Terrorismus und vollkommenen Fehlverhalten auch von Teilen von Regierungen, wie zum Beispiel auch der Obama-Regierung oder das, was auch in England gelaufen ist. Ja. Im Grunde die Lehre aus der Chilcot-Kommission und die Untersuchungskommission von Cameron hätte eben auch in Amerika eigentlich dazu führen müssen, dass spätestens nach der Veröffentlichung der 28 Seiten von Bob Graham, der Untersuchungsbericht über den 11. September, dass man Obama eben auch an den Pranger gestellt hätte, also vor eine Untersuchungskommission, genauso wie man das eben auch mit vielen Bankiers machen muss. Ja? Und gerade London ist ja auch ein Zentrum von Hedgefonds, was eben ausstrahlt, auch auf Amerika und natürlich auch auf Deutschland und besonders auch unsere sogenannte Deutsche Bank, die ja in großen Schwulitäten auch ist. Auch das nochmal nur kurz ergänzt. Ich glaube, dass Obama in 20, 30 Jahren, wenn man auf seine Amtszeit zurückblickt, als einer der großen amerikanischen Präsidenten in der Geschichte vermerkt sein wird. Das werden manche nicht glauben, aber tatsächlich, was er an Rückzug aus Kriegsgebieten, Umweltmaßnahmen, was er an Öffnung von alten Paradigmen, also Wechsel auf den Iran auch zuzugehen, in dem Versuch, auch diese Region neu aufzustellen, statt immer die alten Feindschaften weiter zu pflegen, was er für die Versorgung der Menschen in Amerika selber getan hat, durch seine Reformen im Gesundheitssystem und im Sozialsystem. Es gibt sehr, sehr viele Punkte, die er, glaube ich, sehr positiv vorangetrieben hat. Und ich glaube nicht, dass es dann Sinn macht, tatsächlich sich vor allen Dingen um die Fehler der Vergangenheit zu kümmern, im Sinne von an den Pranger stellen, sondern sich um die Fehler der Vergangenheit zu kümmern, eher im Sinne von, was lernen wir daraus für die Zukunft? Also wie können wir es anders und besser machen? Und da gefällt mir der Ansatz mehr, dass man sagt, uns neutral analysiert, was ist falsch gemacht worden? Und Barack Obama ist ja nun derjenige, der erkannt hat als allererster, dass der Irakkrieg von George W. Bush, das war ja nicht seiner, sowas von falsch war und neuen Terrorismus erschaffen hat. Das kann man ihm sicherlich nicht vorwerfen. Ja, bitte. Andromeda, das ist mein Name. Jetzt scheint das ja heute Tagesthema zu sein. Ich darf Ihnen sagen, dass ich die Nachricht habe, dass der Senat, der amerikanische Senat, eben gerade das Veto von Obama in der Sache des JASTA-Gesetzes aufgehoben hat. Das ist ein Einschnitt. Ja, das ist ein gewaltiger Einschnitt, weil man sich ja doch, vielleicht wissen die Leute das hier nicht, deswegen sage ich es mal, das Gesetz war einstimmig von beiden Häusern abgestimmt worden, aufgegriffen worden, damit die Familien, die betroffenen Familien vom 11. September die Möglichkeit haben, Saudi-Arabien anzuklagen, beziehungsweise überhaupt Klage zu führen, dass die ganzen Anhaltspunkte, die man seit vielen, vielen Jahren hatte, nämlich dass hohe Beamte oder hohe Vertreter der saudischen Familie schon in den Angriff verwickelt waren. Es ist ja nicht nur eine ideologische Angelegenheit, das auch, ja, was Sie
erklärt haben, aber es waren handfeste Hinweise darauf. Darf ich Sie dann mal unterbrechen, weil das geht ja in die gleiche Richtung. Ich glaube, dass Herr Thewissen zu dem Komplex jetzt unter den gegebenen Umständen, wir haben ja noch andere Themen. Vielleicht sage ich nur gesagt, erstens, ich würde ihm gerne jetzt das Wort geben, seien Sie so gut. Vielleicht sage ich nur erstens, ich finde es richtig gut, dass der Senat so abgestimmt hat, persönlich. Das ist Demokratie bei der Arbeit, das ist klasse. Und das Zweite ist, in der Tat, ich bin fest davon überzeugt, dass es saudische Querverbindungen hinter 9/11 gegeben hat. Und die haben wir in den letzten Jahren immer und immer wieder auch anhand der 28 Seiten bei uns in der Berichterstattung auch dargestellt. Darf ich noch eine Frage stellen? Nein, ich muss Sie bitten, der guten Ordnung halber, hier gibt es noch eine Reihe von Wortmeldungen. Ich würde gerne noch das ein oder andere aufgreifen. Ja, aber was halten Sie davon, dass hier so eine Untersuchungskommission gebildet wird? Das nehmen wir jetzt noch mit, auch in die nächste Frage. Und jetzt darf ich Ismail Tipi mal das Mikrofon geben. Ja, Herr Thewissen, vielen herzlichen Dank für viele klare Worte. Sie haben ja eigentlich vieles gesagt, was uns immer betrifft. Aber gestatten Sie mir, dass ich mit der Burka-Verbot, das heißt mit dem Vorverschlag, nicht mit Ihnen der gleichen Meinung bin. Das ist keine Frage der Scheindebatte, das ist, glaube ich, eine Frage der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Weil ich glaube, dass gerade diese Vollverschleierung nicht zu Deutschland und nicht zu unserem Rechtsstaat passt. Weil ich glaube, dass gerade diese Vollverschleierung eigentlich die Frauen entrechtet und ihnen ihr Gesicht wegnimmt. Aber jetzt zu meinen Fragen. Es geht eigentlich darum, dass der Radikalislamismus in Deutschland oder in Europa kein Phänomen der letzten 2, 3 oder 4 Jahre sind. Diese gibt es ja Anfang der 80er Jahre mit Kaplan angefangen. Wieso hat man das eigentlich unter dem Denkmantel der Religionsfreiheit in Deutschland jahrelang ignoriert, ein Thema, der uns als größte Bedrohung und Gefahr war und ist? Die nächste Frage, Sie haben ja die Korane angesprochen, nämlich diese Lichtstände bundesweit und außerhalb Deutschland in den 15 europäischen Ländern, wo diese Korane verteilt werden und nach meiner Meinung Haupteinfallstore für die Jugendlichen sind auf dem Weg zur Radikalisierung und auf dem Weg nach Syrien. Warum wird das nach Ihrer Meinung immer noch nicht als verfassungsrelevant angesehen? Und vielleicht eine letzte Frage, wie sehen Sie oder sehen Sie überhaupt eine Gefahr für unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wenn sich das durch solche Vorfälle wie den Salafismus in Deutschland, das Wahlverhalten in Deutschland verändert? Dankeschön. Ja, also zur ersten Frage. In der Tat, wir hätten eigentlich vorgewarnt sein müssen, weil in den 80er und 90er Jahren wir ja vieles aus dieser Richtung schon gesehen haben. Vielleicht erinnern Sie sich, 1994, 95 gab es in Paris die Metrobombenanschläge. Es gab große Anschlagsplanungen, Flugzeuge übrigens zu entführen und in den Königspalast in Spanien stürzen zu lassen bei einem Gipfeltreffen. 1995 war das. Das heißt, eigentlich alles nicht so wahnsinnig neu. 1993 World Trade Center haben wir auch schon angesprochen. Damals hat man hier festgestellt, die Täter in Paris waren ja die GIA, die bewaffnete Gruppe aus Algerien. Die hat hier in Deutschland Logistikzellen gehabt. Hier in Deutschland wurde Nachwuchs rekrutiert und Geld gesammelt. Das haben damals die Sicherheitsbehörden auch herausgefunden. Es sind eine ganze Reihe von Zellen aufgeflogen. Aber man hat sich dann entschieden, gegen die politischen Anführer, die übrigens als Asylbewerber hier in Deutschland damals waren, nicht vorzugehen. Nicht vorzugehen, weil man dachte, das ist ein Problem, das anderswo zu Gewalt führt, aber nicht in Deutschland. Wir wollen hier diese Unruhe nicht haben. Damals war der Bundesaußenminister Klaus Kinkel, der gerade erlebt hatte, wie wir alle auch, dass die PKK auf deutschen Straßen Blockaden machten, Selbstverbrennungen machten, das Generalkonsulat in München gestürmt haben und Ähnliches. Und da hat man, ich sage mal, im Sinne des Friedens im Lande sich entschieden, den Mantel des Schweigens drüber zu bereiten. Ich glaube, das war ein Fehler. Man hat die Bedrohung unterschätzt. Und wenn man früher mit dem Kampf gegen diese Ideologie begonnen hätte, wären wir heute wahrscheinlich schon ein ganzes Stück weiter. Zweites, nennen Sie mir nochmal die Stichworte. Bitte? Die? Ach so, Koranvertrag, die Lesestände. Diese Korane sind in der Tat nicht die Korane mit den Fußnoten. Das sind ganz normale Koranübersetzungen. Und wenn wir anfangen, eine ganz normale Koranübersetzung in Deutschland zu verbieten, dann haben wir eine massive Einschränkung meiner Meinung nach der Grundrechte in Deutschland. Darüber kann man ja abstimmen, darüber kann man nachdenken. Aber es wäre eine, weil das sind nicht die Korane mit den Brandbeschleunigern.
Man müsste die in den Moscheen verbieten oder könnte die verbieten, die eben diese Fußnoten haben. Aber vor allen Dingen ist ja immer leider unsere Tendenz, mit einem Verbot haben wir das Problem erledigt. Das haben wir nicht erledigt. Im Zeitalter des Internets und im Zeitalter der sozialen Medien können Sie sich all das problemlos herunterladen. Und deswegen ist es viel wichtiger, wie schaffen wir den Kampf um die Köpfe dieser jungen Leute? Also wie können wir dagegenhalten? Zum Stichwort Burka-Verbot übrigens mal klar und offenbar darlegen, argumentativ, dass nirgendwo im Koran ein Burka-Verbot steht. Das ist etwas, was vom Islam überhaupt nicht gefordert wird. Und führende islamische Gelehrte sind auch der Meinung, das hat nichts mit dem Koran zu tun. Trotzdem gibt es natürlich auch einige, die der Meinung sind, das hat damit zu tun. Aber sie finden es nirgendwo im Koran. Und das müssen wir enthüllen, zeigen, argumentieren, reden. Das ist Demokratie und nicht einfach alles mal schnell verbieten. Die dritte Frage, Entschuldigung. Ah ja. Ja, das ist jetzt schwierig. Ich schreibe jetzt vorweg auch schon wieder Kommentar darüber. Ich halte das für eine große Gefahr, weil etwas offenbar dann hier in Deutschland Mode wird, was aus meiner Sicht eine massive Gefährdung auch der Demokratie ist, nämlich dass man von Podien herunter volksverhetzende Reden halten kann, ohne dass jemand mal eine Strafanzeige gegen diese Personen stellt, dass man hier in Deutschland rassistische Bemerkungen machen kann, ohne dass man als Funktionär einer deutschen Partei, die gerade ein paar Wahlerfolge errungen hat, dann irgendwelche Sanktionen zu befürchten hat. Und dass in einem Grundsatzprogramm einer Partei in Teilen verfassungswidrige Formulierungen drinstehen. Jetzt kann man meiner Meinung nach auch nicht hingehen und sagen, okay, dann verbieten wir das allemal, sondern das bedarf der Demokraten. Und zwar nicht nur derer, die in den Parlamenten als Politiker sitzen, sondern im Grunde genommen jedes Demokraten, die klar sagen, wir lassen unsere Demokratie nicht von euch erobern, schon gar nicht unter dem Hinweis auf Artikel 20 Grundgesetz Recht auf Widerstand. Denn das, was da getan wird in weiten Teilen in Pegida, aber auch in Teilen der AfD, ich will nicht die ganze AfD da nennen, aber in Teilen der AfD ist aus meiner Meinung nach nicht mehr nur rechtspopulistisch und in Teilen ist es verfassungswidrig. Vielen Dank. So, jetzt sehe ich doch noch einige Hände, aber jetzt gucke ich auch mal auf die Uhr. Da ist eine Hand schon relativ lange unterwegs. Das ist hier drüben, helfen Sie mir mal. Und dann mache ich einen Verfahrensvorschlag, denn wir haben dann sicherlich noch ganz viele Möglichkeiten, nachher beim Imbiss drüben noch ein wenig zu plaudern, auch mit Ihnen. Ja, bitte. Mein Name ist Walzer. Meine Frage ist, was halten Sie von einem Einwanderungsgesetz? Das war eine tolle, kurze Frage. Vielen Dank. Einwanderungsgesetz. Ja. Nochmal so kurz, bitte. Haben Sie ein Mikrofon? Zweite Frage, warum wird der Kodex für gute Verwaltungsarbeit oder Praxis nicht umgesetzt? Kennen Sie den und warum wird er nicht umgesetzt? Kenne ich nicht, kann ich leider nicht zu sagen. Aber Einwanderungsgesetz können Sie. Ich versuche es. Also auch wieder persönliche Meinung. Ich glaube, wir brauchen eine Regulierung der Einwanderung auch im Rahmen eines Einwanderungsgesetzes. Und wir haben auch im Vorgespräch darüber geredet. Aus meiner Sicht ist es wichtig, auch eine Art Ventil für eine befristete Zuwanderung zu schaffen, auch für Wirtschaftsflüchtlinge oder für aus wirtschaftlichen Gründen. Ich will das begründen. Es gab sowas. Bis Anfang der 90er Jahre hatten wir in der EU eine Regelung, dass sie aus Afrika oder aus anderen Regionen kommen konnten, 2 Jahre in der EU arbeiten konnten, befristet, haben das Geld in die Heimat geschickt und sind dann wieder zurückgegangen. Und dann kamen neue und andere. Dieses ist Anfang der 90er Jahre abgeschafft worden, weil wir die Osterweiterung der EU hatten. Und das war der Moment, in dem wir die Schlepper- und Schleuserbanden erfunden haben. Weil dann Zuwanderung zu einer Alles-oder-Nichts-Option geworden ist. Und sie, wenn sie kommen und bleiben wollten, sie auf die Hilfe dieser Schlepper angewiesen waren. Und deswegen bin ich sehr für die Idee von Rupert Neudeck, Gott hab ihn selig, der gesagt hat, Hotspots gehören nicht nach Griechenland und nach Italien, sondern sie gehören in die Türkei und nach Nordafrika.
Und dort müsste eben nach einer entsprechenden Regulierung, aber in Absprache auf EU-Ebene, also kein nationales Gesetz einfach mal so beschließen, sondern es müsste eine EU-Regelung sein, wie viele Menschen und welche Menschen lässt man tatsächlich in die Europäische Union hinein, weil, auch das nochmal gesagt, wir Zuwanderung im großen Umfang brauchen, um unsere Sozial- und Wirtschaftssysteme langfristig auch zu erhalten. Vielen Dank. Jetzt erlaube ich mir noch eine letzte Frage, weil ich glaube, auch die einige interessiert, und dann machen wir einen Bruch und gehen vielleicht rüber in den Nachbarraum, und Sie haben ja noch ein paar Minuten Zeit, haben Sie gesagt. Sie haben die Fußnoten angesprochen, und zu den Fußnoten fällt mir ein, dass es ja vor Jahren immer wieder mal die Vorstellung gab, irgendwann wird es einen Euro-Islam geben. Wir haben hier an der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe Universität eine Reihe von Wissenschaftlern, unter anderem Frau Professor Schröter, auch über die haben wir im Vorgespräch gesprochen. Das deutet jetzt darauf hin, dass wir ein bisschen länger Zeit im Vorgespräch hatten, die sehr konturenscharf eine Position vertritt, was die Vertretung der Muslime in unserer Gesellschaft und ihre Konstituierung anbelangt. Dann gibt es andere Stimmen an einer Fakultät der Islamwissenschaften an der gleichen Universität mit Herrn Professor Agay, der auch vor Monaten hier oder vor einem Jahr im Landtag gesprochen hat, nach den schlimmen Anschlägen seiner Zeit in Paris, der sagt, dass mit dem Euro-Islam, das wird nichts, weil wenn das ein konzertierter Islam wird in seiner Auslegung, wird das sicherlich wenig europäisch sein. Haben Sie eine Idee, wie wir es hinbekommen können? Wir in der Politik suchen ja auch dauernd den Dialog, das zu fördern, dass sich da doch etwas konstituiert. Ich lasse jetzt mal die Auslegung der Suren und des Koran beiseite, sondern rede erstmal über das tagtägliche Problem, das wir haben. Mit wem reden wir denn da? Was dürfen wir erwarten nach solchen Ereignissen wie in der Türkei am 15. Juli, was Stellungnahmen anbelangt, also was das Bekenntnis auch zu unserem freiheitlichen Rechtsstaat anbelangt? Haben Sie die Hoffnung, dass da irgendetwas zusammenwächst auf muslimischer Seite, mit dem dann wirklich auch ein offener Dialog in all diesen Fragen möglich ist? Also es wird sehr schwierig, weil die Zersplitterung sehr extrem ist innerhalb der muslimischen Gemeinden quer durch Deutschland. Trotzdem hätte ich eine Idealvorstellung, das wäre eine Körperschaft des öffentlichen Rechts für den Islam in Deutschland, was dazu führt, dass er auf verschiedene Pflichten verpflichtet wird. Dazu gehört nicht nur das Bekenntnis zur deutschen Verfassung und zur deutschen Rechtsordnung, dann hat Scharia bis auf die Formulierungen, die rituelle Dinge vorschreiben, natürlich kein Recht in Deutschland zu gelten. Die rituellen Dinge schon, weil die stehen auch übrigens im alten Katechismus der katholischen Kirche drin, aber alles andere nicht. Also diese Verpflichtung zu haben, und da kann man auch miteinander, könnte man dann miteinander darüber reden, dass es zum Beispiel Sektenbeauftragte geben müsste bei den muslimischen Gemeinden, ist übrigens nicht mein Vorschlag, hat der Zentralrat der Muslime, Ayman Masiyek, vorgeschlagen, ist nur nie umgesetzt worden, weil man sich nicht einig wurde, um eben diese Ideologie des Islamismus zu bekämpfen. So, und wenn man diese Verpflichtungen hat, dann gehören selbstverständlich auch Rechte dazu. Und zu den Rechten gehört beispielsweise Erhebung einer Steuer innerhalb der muslimischen Gemeinden, also dass Muslime in Deutschland Kirchensteuer zahlen, wenn man Mitglied einer Gemeinde ist, so wie man das auch im Christentum tut. Also das hätte große Vorteile, wenn dann hat man einen Ansprechpartner, dann hat man klare Regeln. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man das bewerkstelligt. Die Österreicher haben das hinbekommen. Ich fände es gut, wenn, und da muss wahrscheinlich der Impuls auch von der Politik ausgehen, diese Forderung aufgestellt wird und man sich darüber mal an einen Tisch setzt. Ja, vielen Dank. Ein weiteres Stichwort für sicherlich spannende Gespräche an den Tischen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diesen Vortrag, für eine sehr glasklare Meinung, die man nicht in jedem einzelnen Punkt teilen muss. Es gab ja Widerspruch bei der Burka, bin ich ganz unerwartet. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Lust, hier zu bleiben. Schön, dass Sie wieder mal da waren. Und wir haben weitere Veranstaltungen vor. Es wird Volker Kauder im November hier sein und über Christenverfolgung reden. Auch das gehört, glaube ich, zu all diesen Themen in einen großen Kontext gestellt. Insofern sind herzlich eingeladen, vielleicht an dem Abend da zu sein. Sie sind auch wieder eingeladen und wir freuen uns darauf, Sie wiederzusehen. Ihnen allen einen schönen Abend und wir treffen uns drüben zu einem kleinen Imbiss. Applaus